So, das hier sieht aus wie eine große Brücke. Und es ist auch nur eine große Brücke. Weltkarte Nein. Kupferweg. Okay. Und ja, ich habe mich jetzt dran gewöhnt, ich werde die Gemeine. Achso, das sind einfach Leute. Fuchs und Gans. Das sind einfach nur Leute, die hier rumlatschen. Gemeine, also Bürger. Ja, was ich sagen wollte, ich habe mich daran gewöhnt, ich lasse die gelben Leute in Ruhe, weil die haben eh immer nur Seeleneinblicke für mich. Genau. Und das ist viel zu viel Text für das Let's Play, muss ich ehrlich sagen. Wir trommeln in Trutzbucht, aber wir nehmen nicht unsere Stadt verstanden. Weil durch das Vorlesen wird mein Mund immer so mit der Zeit irgendwann etwas trocken und ich werde heißer. Das ist dann auch nicht so schön. Deswegen werde ich nur die wichtigen Leute ansprechen. Wie den Justica How do you hier. do? Was kann ich für dich tun? Was kannst du mir über Trutzbucht sagen? Es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Aber es klingt, als würde dieser Irre von den Dutzenden Rovern wieder Unruhe stiften. Er nickt den Kopf Richtung Tor. Er sagt dir bestimmt gerne alles über die Stadt, durchzogen von der Propaganda der Dutzende, versteht sich. Ich suche nach dem Voedika-Tempel. Er kratzt sich am Bart. Ich weiß nicht, was du dort willst, er zuckt mit den Achseln. Wenn du deine Neugier nicht zügeln kannst, musst du nach Urfeuer. Du wirkst nervös, was ist los? Tausende davon, offen gesagt. Es kommen Flüchtlinge aus allen Himmelsrichtungen, weil sie natürlicherweise glauben, die hier wären die Dinge besser. Das Vermächtnis hätte uns irgendwie ausgespart. Also kommen sie mit keinerlei Aussichten und kaum Geld in der Tasche und machen alles nur noch schlimmer. Er musste dich von oben bis unten. Nicht so ungut. Okay, das Vermächtnis hat sich also auch in Trutzbucht eingenistet. Er grunzt viel Glück. Hat sich auch in Trutzbucht eingenistet. Das klingt nicht so schön. Gehen wir mal zum Kupferweg. 15 Minuten. Das ist aber ein langer Weg, du. So war es ja immer in Baldur's Gate. Da gab es teilweise Gebiete, wo man 0 Stunden Reisezeit hatte, weil sie direkt nebenan lagen. Wie zum Beispiel Berigost und der Tempel von Berigost. Aber dass sie hier die Minutenzahl angeben, finde ich lustig. Defiance Bay, the city at the heart of the Deerwoods Revolution, now seems on the brink of another. Refugees line the streets, homeless and hungry, displaced by Whitewind's legacy, hoping for relief within the city walls, and finding none. Dissidents congregate to protest and to heckle, calling for an end to Anomancy and the ouster of their duke. The city's militiamen cast fearful looks as they patrol the streets, their hands trembling at the hilts of their weapons. The capital of a country that had not long ago incinerated a god now appears to be a spark away from sharing the deity's fate. Okay, ich glaube, wir sind in Akt 2 angekommen. Neue Karte entdeckt, Edwin-Brücke. Das ist der Kupferweg. Sieht schon mal imposant aus auf der Karte. Gucken wir mal in unser Questbuch. Fragmente des zertrümmerten Glaubens ist Edders Quest. Prüfungen von Durins ist Durins Quest. Fürst eines Ödlands ist Wedrick. Das Rad der Zeit ist Kanas Quest. Meister der Tiefe ist das Ket Noah Quest. Und die lange Jagd, das ist Saganis Quest. Die weit von der Königin entfernt. Okay. Dann sind wir jetzt in Trutzbucht. Gucken wir mal kurz. Farnheim, Katakomben. Da geht es zum Urfeuer. Können wir uns mal ein bisschen besser umsehen. Farnheim, Erbhügel, Urfeuer. Okay. Ups. Die Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Klingt schon mal toll. Schreiberschlafsaal, Purnixhaus, Marktplatz. Expeditionshalle von Edmars Lager. Fuchs und Gans. Okay, ich würde mal fast sagen. Those walls surround the whole city.
Diese Mauern umgeben die ganze Stadt. Ja, tun sie. Und Justitia? Ah, da scheint der Aufstandsführer zu sein, hm? Oder wenigstens einer seiner Propaganda-Fuzis. Dürfen wir zulassen, dass diese Gräueltaten weiter ungehindert bleiben? Was hat denn der so gesagt? Das will ich jetzt mal nachlesen. Rovan. Ja, gut. Diese Beseeler haben göttlichen Zorn über uns alle gebracht. Aber der Dugumseile lag kein von Schmelztiegelrittern unternehmen nichts. Dürfen wir zulassen, dass diese Gräueltaten weiter ungehindert fortgesetzt werden? Ja, okay. Einer schreit nein. Noch mehr schreien nein. Nieder mit der Beseelung. Okay. Oh, langsamer Modus. Den wollte ich nicht aktiv schalten. Weidwinds Vermächtnis war eine Warnung. Erbhügel war eine weitere. Okay, irgendwas ist im Erbhügel geschehen. Verbreitet die Botschaft. Gemeinsam werden wir die Pest der Beseelung aus unserer Stadt jagen. Okay. Hallo. Rovan beobachtet die versammelte Menge mit dem verschränkten Arm und zusammengekniffenem Bund. Er sieht aus, als wäre er bereit für einen Kampf. Er mustert dich. Neu in der Stadt, was? Du kommst zu spannenden Zeiten nach Turzbucht. Die ganzen Leute fliehen von der Grenze und stellen fest, dass das Vermächtnis hier nicht besser ist. Es sind die Beseeler. Möge Magran sie verbrennen und die nisten sich in dieser Stadt ein wie Ratten. Was tust du hier draußen? Er deutet auf die Menge, deren wütendes Gemurmel die Luft sirren lässt. Ich versuche, die Leute zur Vernunft zu bringen. Wir stecken inmitten einer Krise und anstatt unsere Stadt von den schändlichen Kräften zu befreien, gewährt der Duk den Beseelern gefährliche Freiheiten. Ich weiß jetzt nicht ganz, ich kenne mich nicht so gut mit der Hierarchie hier aus, aber ist der Duk Redrick unterstellt oder andersrum? Wenn Redrick der Fürst der gesamten Region ist, dann müsste Redrick der Herr vom Duk sein. Also wenn wir Redrick ausschalten, dann dürfte was passieren. Was weißt du über die Beseelung? Sie beschäftigen sich mit dem Studium und der Manipulation von Essenz, was wie jeder mit einem Funkenverstand weiß, den Göttern vorbehalten ist. Die Edirianer waren zumindest so klug, sie zu verbieten. Was aber auch das einzige Gute ist, was sich über sie sagen lässt. Sie ist nicht wie die Magie, das Zaubern oder das Seelenlesen, das ein Medium betreibt. Es gibt die Beseelung seit antiken engvitianischen Zeiten, weshalb diese Beseeler auch oft mit alten engvitianischen Artefakten herumhantieren. Okay, danke für den Tipp. Riesengroße Kanone, also für mich sieht das immer noch aus wie eine Kanone, dieses Konstrukt, was wir am Ende des Prologs gesehen haben, was uns zum Wächter gemacht hat. Jetzt wissen wir schon mal, dass das wahrscheinlich Beseeler waren dort. Kann erhebt die Faust, um unauffällig hineinzuhusten. Nichts als Halbwahrheiten, aber er spielt es gut, das muss ich ihm lassen. Er schüttelt den Kopf. Das Problem ist, bei der Hälfte der Artefakte haben die Beseeler keinen Schimmer, was sie eigentlich bewirken, was sie nur nie zugeben würden. Okay. Unser nachdrücklicher Freund hat zumindest in einer Sache recht. Erzähl mir von den Dutzenden. Er tippt sich auf die Brust. Wir sind eine Organisation interessierter Bürger, die Turzbucht befreien möchten. Also Rebellen. Von den gefährlichen Einflüssen der Beseeler und von der Tyrannei der Aristokraten, die sie unterstützen. Außerdem sehen wir uns als eine Art Miliz, da die Schmelztiegelritter kaum noch mehr sind als eine Schar prahlerischen Jungadels. Die Dutzenden sind genauso wie eine Miliz, nur ohne Ausbildung, Disziplin und Ehrenkodex. Seine Augen leuchten und wir vergrößern uns laufend. Je mehr Leute unsere Meinung sind, desto besser für das Land. Wenn du mehr hören willst, komm doch einmal in Admets Lager vorbei, der Expeditionshalle. Dort gibt es viele Freigeister, die diesen Unsinn entlarven können. Den einen Adligen und die Beseeler glauben machen wollen. Also den Unsinn, den einen die Adligen und Beseeler glauben machen wollen. Für motivierte Abenteuer gibt es dort vielleicht sogar bezahlte Arbeit. Okay, das sollten wir uns merken.
Ich möchte mehr über Trutzbucht wissen. Das hier ist die Hauptstadt des freien Palatinats des Dürrwalds. Zunächst waren wir die Hauptstadt einer ederianischen Kolonie, aber wir haben das schlaffe Zepter vor 150 Jahren hinausgeworfen. Wir sind heute ein wichtiger Hafen, der Waren und Besucher aus aller Welt empfängt. Aber wir, oder zumindest einige von uns, möchten uns den Pioniergeist beibehalten, der uns vor 150 Jahren die Freiheit gesichert hat. Die Stadt ist in 5 Bezirke aufgeteilt. Kupferweg, Urfeuer, Ondras Geschenk, Farnheim und Erbhügel. Er zählt die Bezirke an seinen schwierigen Fingern ab. was ist der Kupferweg? Das hier ist der Kupferweg. Er stampft mit einem abgenutzten Stiefel auf die Pflastersteine. Es ist hauptsächlich ein Marktviertel, aber etwas nördlich von hier liegt auch die Expeditionshalle, wo man sich Ausflügen in den Wildnis anschließen kann. Dort treffen sich meine Mitmärtyrer von den Dutzenden und ich auch mit anderen besorgten Bürgern. Er deutet auf ein langes Gebäude mit einer Kuppel, das westlich und nördlich von eurem Standort liegt. Und das ist die Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Gruseliger Ort, wenn du mich fragst, aber sie haben die größte Bibliothek im Dürrwald. Kana lacht, gruselig, oh ja. Vielleicht wäre das nicht so, wenn mehr Gestandene sich hineinwagen würden. Vielleicht sollten wir die Halle einmal besuchen, Hargrim, und herausfinden, was dort für Geheimnisse aufgedeckt werden. Sehr gut. Was ist Farnheim? Ein angewidertes Geräusch rasselte in seiner Kehle. Die Adligen, die nicht zurück nach Edir segelten, ließen sich dort nieder. Der Stammbaum der meisten Familien dort reicht zurück bis in die alte Kaiserzeit. Abgesehen von vielen abgehalfterten Adligen findet man dort auch das Haus Hadred, wo Lady Webb und ihre Spione operieren, und das Sanatorium von Farnheim, den obersten Pfuhl der Beseelung in der Stadt. Er spuckt auf die Pflastersteine. Ach ja, ein Sanatorium, also eine Irrenanstalt, sehr schön. Was ist Urfeuer? Die Revolution hat dort begonnen, daher der Name. Heutzutage ist der Bezirk voll mit Politikern und Lobbyisten, aber wir werden ihn eines Tages zurückerobern. Dort findest du den Palast des Dux, die Valianische Botschaft und die Burg Schmelztiegel. Er schüttelt seinen Kopf. Die Schmelztiegelritter waren die ursprünglichen Freiheitskämpfer in Trutzburg, aber heute sind sie nur noch eitle Faul, die auf spucke Titel aus sind und den Kopf im Hintern stecken haben. Sehr schön. Es gibt auch einen alten Tempel von Voetica. Wir sorgen dafür, dass er immer schön hübsch aussieht. Es zwinkert ihr zu. Was ist Ondras Geschenk? Der Name kommt daher, dass das Land früher ein Sumpf war, der in kaiserlichen Zeiten trockengelegt wurde. Heute ist es ein zwielichtiger Bezirk, in dem sich Matrosen, einfache Leute und jede Menge Schurken tummeln. Aber wenn man sich dort auch prächtig amüsieren kann, wenn man weiß wo. Er zwinkert dir zu und stößt dich mit dem Ellbogen an. Wenn du mal dort bist, geh in den salzigen Mast. Ansonsten gibt es dort fast nur Lagerhäuser und verlassene Wohnhäuser. Also etwas, wo man sich umgucken könnte. Was ist der Erbhügel? Er zittert. Früher war das einer der vornehmsten Bezirke der Stadt. Die Helden der Revolution ließen sich dort nieder, neben einem uralten, engvitalischen Turm und dem städtischen Friedhof. Den Turm sollten wir uns unbedingt merken, weil damals hatte Hargrim ja eine Vision von einem großen, engvitanischen Turm. Es gab auch die beste Aussicht in ganz Trutzburg. Heute zieht die Gegend eher reichere Leute an, viele Beseelungsgönner, er spuckt aus. Er blickt in die Menge und senkt die Stimme. Du hast es vermutlich noch nicht gehört, aber vor einigen Monaten ist dort etwas passiert. Die Behörden haben den ganzen Bezirk abgeriegelt und sagen nichts, aber ich wette, dass diese Beseelung schuld daran ist. Also wenn der Turm da losgegangen ist, wenn alles meine Vermutung stimmt und dass der Riesenturm ist, dann kann ich das glauben. Dann ist da nämlich ein Biwak losgegangen und hat da alle getötet oder zu Seelenlosen gemacht. Egal, reden wir über was anderes. Können wir nicht, also leb wohl. So, hier sind noch mehr Rechtswahrer. Und hier auf der Flussseite scheint nichts mehr zu sein. Gut, das erste, was man normalerweise macht, wenn man in eine neue Stadt kommt, ist die Taverne aufsuchen. Das müsste gleich das Gebäude hier vorne sein. Laut Schild, Fuchs und Gans, genau. Also hier geht's nach Farnheim, da sind Katakomben und da geht's zum Urfeuer. Und dann können wir uns einmal hier so im Uhrzeigersinn umschauen. Wobei, ich würde gerne erstmal das Forum hier sehen. Hier betrachten.